darf den Vlog eröffnen. Ja, du darfst den Vlog eröffnen. Oh ja. Ja, also ich bin leider noch zu nüchtern, um was Lustiges zu sagen, aber ich hab Bock. Kurz Outfit-Check. Die Brille, sehr geil. Der Hut, ultra geil. Pinkes Shirt und das Hemd dazu, perfekt. Ich glaube, das würden wir vielleicht ein bisschen zensieren, aber ist okay. Ein Knieschoner, wichtig, wichtig. Ja, nur einen. Warum muss ich der Erste jetzt sein, Mann? Nee, Chrysler war der Erste. Achso. Was ist die Frage? Das ist keine Frage. Outfit-Check. Was hast denn du an? Ich habe hier eine Krawatte, meine ganz normale Unterhose, nur heute ist hier eine Überhose. Wie man sieht, der Rest ist gesponsert. Ja, okay. Und natürlich die Nation hier richtig vertreten. Nicht das Gelbe vom Ei, not the yellow from the egg. Ja. Aber geht schon. Trikot von meinem Vater. Mhm. Das ist ja mein Vater, ja. Ja, ja. Ja. Nummer 6. Ja. Weiße Socken geht gar nicht bei Bad Taste. Weiße Socken, ich hab keine. Unterhemd, H&M, ja. Ganz ja, klassisch. Ja. Cap. Was muss ich jetzt sagen? Gar nichts. Ja. Also, Sportjacke, vier Königshirt, ja. Gute Weinauswahl, stark, stark, stark. Alles klar. Was hast du denn an? Lidl-Socken. Ja, ja. Dashing-Hose, der Augustiner Weihnachtspulli. Der Hut ist aus Italien. Mit Augustiner hast du viel Erfahrung? Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich will nicht so viele Produktplatzierungen hier in einem Video machen, weißt du? Aber mhm. Ja, ja. Augustiner ist es. So, wahrscheinlich das beste Outfit bei uns heute. Erik, kannst du in dem Outfit Volleyball spielen? Ja, Nikolai. Okay, okay. Also nein. Ich habe Neon, rosa, pink, wie man es nennt, und blau an. Also abgesehen von meinen schönen Haaren, ich war lange nicht beim Friseur. Ich habe echt 2 Monate meine Haare wachsen lassen, damit ich mir sie schneiden kann heute. Ich habe mir sexy Stirnband angezogen, Schweißbänder und Manschetten. Sexy Shanktop, natürlich durchlässig. Geht, geht, geht! Stark Abwehr. Grüße an Noah, der spielt die ganze Zeit so. Frage ist, ist der Noah Primus, der da rein? Hab ich gerade gesagt. Also Noah, gib mal bitte einfach ein bisschen Tipps an Erik weiter, damit der halt auch Bescheid weiß, was er tun muss. Ich hab Rasenturnier-Outfit an. Kopfband, ja. Mir ist wurscht. Die Teamtasche aus Lana. Mhm. Geilsten Volleyballschuhe der Welt. Deine Tasse? Nee, die ist eigentlich so eine Kinder-Eistasse. Die rutschendste Hose der Welt. Oben drüber alte Spieltagshose. Mhm. Weil ich da immer so viel bin. Die schnelle Brille. Also! EBF Beach-Shirt. Ein Spieler vom letzten Jahr. FC Bayern ist eigentlich kein Bad Taste. Neue CEP. Mhm. Ein Leo-Body, eine Einhorn-Sport-BH, ja. Eine Fake-CK-Pinke Unterhose, mhm. 2 verschiedene Knieschoner, ja, Sesamstraße Socken, ja. Meine normalen Schuhe, 2 verschiedene Anzieh, ja. Ganz viele verschiedene Schweißbänder, ja. Ein Stirnband und 2 Zöpfe. Ich glaube nicht. Sehr gut. Pink. Das Shirt ist von 2001. Wegen Behinderung, ja. Ah, okay. Ja, ich habe super, super geile Flamingo-Socken an. Dann kommt meine sexy grüne Leggings. Spongebob-Boxer, die ich mit 12 gekauft habe. Ist das stark? Pinker Body, lila Sport-BH und wunderschöne Haargummis. Auf geht's. Wie soll, kann man normal Volleyball spielen, wenn Chaosball zur Auswahl steht? Peinliche Wüste. Chaosball ist scheiße, wirklich. Nee, was hast du an? Hemd, ja? Aber das Hemd ist es. Ja, das Hemd ist schön. Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Ich dachte, ich musste meine 80s Jugend wiederbringen. Aerobic, Leberin, ein Body mit einem Volleyball-Shirt, wo ich richtig gut war im Beachvolleyball. Genau, die guten alten Zeiten, weil ich ja schon so alt bin, gell? Genau. Hast du gelernt vom Bagger? Haben wir eigentlich jemals herausgefunden, wer der Baggertrainer ist? Nee, ich glaube nicht, aber der wird jetzt hier einmal eingeblendet. Also, wir haben einen neuen Baggertrainer. Also ich habe es noch nicht herausgefunden, weil ich hat's noch nicht. Gut. Gib ihm! We'll be right back.
einfach zu viel Fadeaway. Bitte, Erik, ich möchte hier einen Clip haben von dem Fadeaway und dem Zuspiel von Danilo im Vergleich. Zwei Stunden später. Krieg den Max nicht mehr raus aus meinem Kopf. Skisocken, ganz wichtig. Die Hose, die habe ich geklaut von meiner Mom. Das Hello Titty Shirt. Ach, Hello Titty! You get the point. Eine Bauchtasche, muss natürlich auch sein, weil sonst kann man nicht spielen. Eine Jägermeisterbrille, der Hut, der Fischerhut. Ich habe halt auch eine Cap dabei, aber hier Nikolaus. Damit es matcht, habe ich hier natürlich meine Passwort mit da. Guten Tag. Kann man reinstarten, würde ich sagen. Ist ja gut? Ja, es macht geile Stimmung hier, geile Leute, super. Was sagst du diesmal zur Musik? Ey, Baba. So, jetzt schauen wir mal, wie dieser Tyrannosaurus Rex da performt. Der hat sich absolut keinen Zentimeter bewegt. Ich glaube, er hat alles im Blick. Okay, zwei Schritte sind gemacht. Ja, also das ist auf jeden Fall Arbeitsverweigerung. Aber es sieht fresh aus. Oh ja, Reaktion war da. Ja, also ich finde, der Rex spielt seinen Beitrag. Ja, genau. Also da war er auf jeden Fall nicht dabei. Oh ja, mit dem Fuß kann er, das sieht er. Nach unten kann er gucken. Deswegen spiele ich einen Mittelblocker, wirklich. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich schaue gerade auf den Rex. Oh ja, jetzt ist der Rex beim Blocken. Also mit dem Dates blocken kann er schon mal. So, Mr. Rex beim Zuspiel. Foul, Schiri! Ja, hat sie es hier. Schauen wir mal. Ah, er hat ihn schon mal mit der Hand berührt. Passt. Auf ins Geheimversteck. Mit Magda und Max. Ja. So nämlich! Habt ihr uns gelernt vom Baggertrainer? Wir haben einen neuen Baggertrainer. Ja, der ist immer noch gesucht, der Baggertrainer. Wir haben Frage der Woche gehabt. Wo wird's hochgeladen? TikTok-Account, wie heißt er? Ohne irgendwas, nur Perlacher Jungs. Ich glaube, nur Perlacher Jungs. Schaut vorbei beim TikTok-Channel. Perlacher Jungs. Oh ja, Trash Talk, let's go. Sie hat mal eine Frage. Jetzt machen Sie mal Ihren Ausschlag. Ich filme den, also kein Druck. Naja.
Jetzt kommt das Glühwein auf Wisch Tutorial. Nummer 1. Schütte Glühwein aus. Nummer 2. Suche dir Servietten oder ähnliches. Vielleicht auch ein T-Shirt von anderen. Egal. Nummer 3. Werfe es auf den Glühwein. Kreise im Uhrzeigersinn. Vielen Dank. Was war die Frage? Was, ihr zu diesem tollen Volleyballspiel sagt? Gutes Niveau. Gutes Niveau. Wird um jeden Ball wird gekämpft. Hofmann, das ist kein Bad Taste. Bin nicht mehr. Ich stinke. GBT-Shirt an. Ich stinke. Das ist gut. Weiß ich nicht. No front. Du hast einen guten Hut an. Du hast eine gute Shorts an. Also ich hab die besten Socken. Hast du gewonnen? Ich weiß gar nicht. Die zwei Tournament Masters. Gewonnen? 20 Zentimeter. War schon groß. Hab nicht gespielt. War schon groß, was du da gezeigt hast, oder? Average über, size. Überdurchschnittlich okay. groß. Mhm. Zeig mal Titten. Ja. Und jetzt so? Nibbelblitzer. Was sagst du dazu? Das muss wahrscheinlich ein bisschen zensiert werden, weil sonst werden wir halt gesperrt. Wir bleiben wahrscheinlich bis um 3 in der Halle. Länger, weil ich muss um 7 die Bahn nehmen, also mindestens bis 5. Okay. Hört sich nach einem Plan an. Mhm. Noch einen Live-Kommentar. Okay. Zu Spiel, auf die 4. Conny mit dem Lob. Und dann ist er. Er ist zu. Licht zu! Nein, genau. Nein. Oh! Oh nein! Der Mann mit dem Hut, das ist der Timmy. Der spielt auch in der ersten Mannschaft und er hat in seinem Leben noch nie einen Ball verteidigt. Und das war gerade sehr nah dran. Oh, elegant! Und nochmal am Boden. Das nennt man vollen Einsatz beim Volleyball. Man muss immer am Boden liegen. Das weiß ich jetzt nicht, was das war. Das macht man normal nicht. Komm, Timmy, schnell mal! Der war doppelt. Den muss der Schiri eigentlich rauspfeifen. Und der auch. ich bin jetzt Coach. Emily! Mehr Abstand vom Netz. Hat sie nicht verstanden. Das war der Abstand vom Netz, der gefehlt hat. Zu wenig Abstand zum Netz, deswegen ist sie nicht hingekommen. Sophie, was sagst du zum heutigen Abend? Ganz großer Sport. Kurze Zwischenfrage. Kennst du dich auch mit Spikeball aus? Ja. Sollen wir das auch kommentieren? Nein, nicht von links. Ja, aber schau, wir haben da auch nicht so gute dabei. Das ja sagen. Nein, und ich hab's nicht drauf. Und ich hab's nicht drauf. Schneid meine Szene von gerade rein, der liegt am Boden. Weil man muss immer am Boden. Sondern bei Finchen muss der auch im Linksport was packen. Es liegt an der Frisur. Und Diddy auch gut aufgepasst. Nigga wanna see me. Stephen Curry, how I ball. Gosha Gummis and a white tree on my body. I'm a night coming. Schalten wieder rüber zum Volleyball. Wieder jemand am Boden. Was ein Zuspiel! Oh nein! Alex. Jetzt den Aufschlag. Kann man das löschen? No. Timmy, zeig, wo das herkam. Einsatz beim Volleyball, man muss immer am Boden liegen. Beim Volleyball. Man muss immer am Boden liegen. Oh, hör auf. Max. Ich like, glaube ich, schon. Schisch. Was denn? Wie viel der Glühwein ist es? Hm. Er ist der vierte. Erik, hier bitte den Clip von Max mit seinem 19. Uso einblenden. Ich bin Max, das ist Maurice und das ist mein 19. Uso. Halt die Fresse, Alter. Nice. Ey, das passt voll. Ultra nice, kommt jetzt an jede Sporttasche dran. Sind die an die unterschiedliche Farben? Nee, alle. Scheiße. Weil sonst hätten wir uns mit den Farben die merken können. Ah, dann müssen wir irgendwie einen Namen draufschreiben oder so. Ja. Aber nice. Geiles Geschenk. Zwei Stunden später. Zeig's uns, wie es der Profi macht. Max! Wer ist MVP? Hä? Okay.
Wer ist MVP? Ich. Wie viel Bier ihr noch voll habt? Don't talk to me. Nur 10 war mehr als ein Bier. Zurücklaufen, das Motto. Oh, Master macht hier den Einzelkampf. Links ist leicht vorne. Ich glaube, die links schummeln ein bisschen. Ich glaube. Master ist gut am Mann gekommen. Trotzdem gewinnt mein Team wieder. Ich hab so viel guten Content gefilmt, wow.